Es ist Samstagabend, Freunde. Es ist Radiozeit. Hier ist Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine gegen den Corona-Blues. Ja, ihr seht, wir haben heute Jubiläum und zwar die 10. Radioshow-Folge haben wir heute und das muss natürlich gebührend gefeiert werden. So, 10 Folgen. Wir sind übrigens mittlerweile berühmt, Leute. Ihr werdet es nicht glauben, aber wir sind so berühmt, es gibt mittlerweile ein Videospiel von Maschinenfunk, die Radioshow. Glaubt ihr nicht? Dann schaut mal, was ich hier gefunden habe. Ja, Freunde, so ist das. Also, ich trage ab sofort den offiziellen Titel Corona, Langeweile, Vernichtungsmechaniker Meister. Mit Doktor vorne dran, bitte, ja? Ja, sehr schön. Und weil wir heute Jubiläum haben, Freunde, habe ich auch einen Gast für euch. Ich dachte mir, ich stelle euch mal den Mann vor, der hinter den Kulissen quasi für alles verantwortlich ist. Kamera, Tonbearbeitung, Produktion, Untertitel und Übersetzung und noch 1000 andere Sachen, die ich jetzt bestimmt vergessen habe. Hier ist für euch, liebe Ladies and Gentlemen, Tom Dams. Applaus, Applaus, Applaus. Ja, ja. Hallo, ihr Lieben. Ja, bist du nicht dieser Dirk von der Heldmaschine? Ja, das ist richtig. Und das ist die 10. Show. 10. Show. Ja, 10. Show, 10. Folge. Hast du nicht langsam Albträume oder kannst du überhaupt noch schlafen? Also, wenn ich ins Bett gehe, wenn ich überhaupt ins Bett gehe, dann läuft bei mir, es ist Samstag, es ist Radio und so weiter. Das hört nie auf. Hört nie auf, ja. Aber wenn es bei der Heldmaschine einen roten Faden gibt, dann ist es der, das hört nie auf. Richtig, genau. Und ich schulde euch ja noch den Intro-Song, meine Lieben. Ist ja mittlerweile Tradition. Und ihr seht schon, wir haben hier zwei Gitarren hingestellt. Deswegen gibt's natürlich auch noch traditionell den Eröffnungssong für euch. Tom, bist du am Start? Ja, ich bin total bereit. Okay, dann ist ja alles klar. One, two, three. Well, it's Saturday night. It's Radio Time. Maschinenfunk und wir schalten wieder ein. Das ist die Radio Show. Das ist die Radio Show. Das ist die Radio Show. Und ihr seid wieder dabei. Maschinenfunk and I feel fine. This is the radio show. Well, this is the radio show. Well, this is the radio show. Well, this is the radio show. Und ihr seid wieder dabei. Radio Show, Radio Show, Radio Show, Radio
Vielen Dank. Applaus, Applaus. So, wir werden uns jetzt hier schön den Kuchen genehmigen. Ja. Tom, magst du mal anschneiden? Oh, ja. Maschinenfunk, 10. Radioshow, Jubiläum. Ich gratuliere euch. Und besonders dem Dirk, der macht das nämlich echt cool und ich traue mich kaum und ich werde es jetzt tun. Vielen Dank, vielen Dank. Oh. Cake. Jubiläumsmaschinenfunk, Kuchenschlacht. Mmh. So, Leute, den werden wir uns jetzt gleich hier schön genehmigen. In der Zwischenzeit, während wir hier essen, gibt es mal ein bisschen Musik auf die Ohren. Ich habe mir für euch eine Band rausgesucht, die macht extrem schönen Dark Rock. Hier ist für euch aus dem Ritus-Album von der Band Florian Gray, Lucifer. Bitteschön. So, lass mal essen jetzt. Ja, Freunde, Florian Gray, Jubiläum, 10. Folge Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine gegen den Corona-Blues. Ja, ich komme zu einem Wunsch. Ein Song, den habt ihr euch gewünscht und ihr wisst ja, euer Wunsch ist mir Befehl. Ne? Gewünscht wurde der Song Heldmaschine von Heldmaschine. Wer hätte das gedacht? Und ich habe mir eine sehr, sehr schöne Version für euch rausgesucht, nämlich die Version
aus dem Café Hahn, die Jubiläumsversion, weil wir haben ja heute Jubiläum und das war ein Jubiläumskonzert. Da haben wir nämlich unsere Live-DVD damals aufgenommen mit euch und das war ein sehr, sehr schöner, ein sehr schöner Gig und ich erinnere mich da super gerne dran, denn ihr habt das Ganze zu etwas ganz Besonderem gemacht. Und um euch das Flair von damals ein bisschen ins Wohnzimmer zu bringen, gibt's jetzt für euch Heldmaschine in der Live- und Laut-Version. Viel Spaß! Lagen. Bald
Live und laut, Heldmaschine. Krasse Scheiße. Heldmaschine. So sah die aus und ich finde, die ist sehr, sehr schön geworden. Ja. Ich komme zu einer Band, mit der waren wir auf Tournee. Und zwar haben die uns auf unserer Fadenkreuz-Tour begleitet. 2019 war das. Im Herbst. Und der Sänger dieser Band hat am selben Tag Geburtstag wie ich. Und wie das Schicksal es wollte, waren wir genau an diesem, jenen Geburtstagstag zusammen auf Tournee. Und was soll ich sagen? Wir haben das natürlich sehr gebührend mit virusdesinfizierenden Getränken gebührend gefeiert. Das kann ich euch erzählen. Deswegen jetzt für euch die Band Maschinist, wurde auch gewünscht übrigens. Und der Song heißt Mein Herz brennt. Bitteschön. Yeah.
Maschinist, ihr Lieben, ihr seht, ich habe mich gebührend zur Feier des Tages geschmückt. Und zwar mit diesen wunderschönen Ketten hier. Die sind nämlich wieder bei Mom erhältlich ab sofort. Und wenn man die einmal umhängen hat, dann gibt es kein Zurück mehr. Erwischt. Das ist übrigens sehr lecker, der Kuchen. 10. Folge Maschinenfunk. Und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Und natürlich auch wieder ein paar Gäste für euch am Start. Der erste Gast war der Tom. Den habt ihr gerade schon gesehen. Und mein zweiter Gast
der war 2016 auf unserer Lügentour mit dabei. Und das war so cool, dass wir 2018 die Band nochmal dabei hatten auf der Himmelskörper-Tour. Und ich kann mich noch extrem gut an die Aufwärmrituale dieser Band erinnern. Da habe ich euch mal ein schönes Filmchen mitgebracht, damit ihr mal seht, wie das ausgesehen hat. Ich glaube, jetzt geht's los. Ganz genau. Und die Rede ist von Amandas Nadel. Und ich bin super froh, dass er sich die Zeit genommen hat, um heute in der Sendung zu sein. Hier ist für euch aus Wien Amandas Nadel. Hallo ihr Schnuckeln, ich bin der Amandas aus Wien. Und ihr hört's gerade, den Maschinenfunk. Das Online-Radio der Heldenmaschine gegen den Corona-Blues. Bleibt's gesund. Schau in die Ferne und wünschte mir, du könntest bei mir sein. Tanz mit mir im Mondschein die Nacht wird zum Tag. Lass uns tanzen auf den Gräbern, spring aus deinem Sarkophag. Geboren. Du sollst nie auf ewig Männer sein. Du bist verloren, gib dich hin, ab heute bist du mein. Tanz mit mir im Mondenschein, die Nacht wird uns zum Tag. Lass uns tanzen auf den Gräbern, spring aus deinem
Amandas Nadel, Leute. Entschuldigung, mit vollem Mund spricht man ja normalerweise nicht. Ich esse erstmal brav auf und dann melde ich mich gleich nochmal. So, da bin ich wieder. Maschinenfunk. Die Online-Radioshow der Heldmaschine gegen den Corona-Blues. Erstmal schlucken. Reden kann ich auch nicht mehr. Ihr seht schon, ich bin ganz verwirrt von dem Jubiläum heute. Vielen Dank, Amandas Nadel. Dass du in der Show warst. Ein Song, der auf keiner Heldmaschine-Live-Show mehr fehlen darf, Leute, ist der Song Auf allen Vieren. Und ich finde es immer wieder total cool, wie ihr am Ende des Songs mitsingt und mitmacht. Das ist immer sehr, sehr cool. Und da wir ein Jubiläum haben, hoffe ich natürlich, dass ihr jetzt dermaßen feiert, dass ihr nämlich genau so nachher in euren Wohnzimmern umherkrabbelt. Nämlich auf allen Vieren. Viel Spaß. Sieger sind und
Und wenn du gerennt, kriegst das Getier. Wenn du gesegnet bist, weil du den Morden kennst, kriegst das Getier. Wenn du gefesselt bist, das aus den Schritten sprichst, kriegst das Getier. Zum Leben brauch ich ein Gefühl. Du gibst mir fast zu viel. Ich komme zu einer Band oder einem Projekt, besser gesagt. Das hört auf den Namen Sündenklang. Das ist das zweite Projekt von dem Mart Stahlmann. Und ich finde das sehr, sehr schön, was er da macht. Und ich habe es schon mal in einer Radioshow vorgestellt. Aber ich dachte mir, ich mache mich mal glücklich und spiele euch noch einen Song. Hier kommt Sündenklang, mach mich glücklich. Heute Nacht gehör ich dir.
gehört dir. Komm, mach mich glücklich, lass meine Sünde in dir heute Nacht erfrieren. Komm, mach mich glücklich, mein Herz gehört dir. Komm, mach mich glücklich und spiel ein Spiel mit mir. Heute Nacht gehör ich dir. Und auch wenn mein Herz sich in dir verliert, auch wenn die Lust in dir erfriert, es ist mir egal, was du mit mir machst. Ich will mit dir untergehen heute. Mach mich glücklich, mein Herz gehört dir. Nur dir, nur dir. Komm, mach mich glücklich, lass meine Sünde in dir heute Nacht erfrieren. Lass mich erfrieren. Mach mich glücklich, mein Herz gehört dir. Nur dir, nur dir. Komm, mach mich glücklich und spiel ein Spiel mit mir. Mach mich glücklich, heute Nacht gehör ich dir. Vom nächsten Song haben wir ein Gitarren-Tutorial gemacht. Oder besser gesagt, der Eugen und der Tobi haben das gemacht. Und wenn man in Bayern sagt, die Maß ist voll, dann sagen wir, das Maß ist voll. Viel Spaß. Hightech-Schrott im Weltenraum.
Das Maß ist voll. Ich komme zu meinem letzten Special Guest für heute. 2016 waren wir mit ihnen auf ihrer Erdwärtstour unterwegs. Und da wir vorher schon wussten, dass wir mit apokalyptischen Zombies auf Tour gehen werden, hat der René ein Zombie-Abwehrspray mit dabei gehabt. Das zeige ich euch jetzt mal. Super. Hast du Kippen hier für die Krass? Das sind die Schminktricks hier. Ja, so war das. Und ich kann euch verraten, wir haben die Apokalypse abwenden können. Leider haben sich die Kollegen dann 2018 auf der Komet-Tour an uns gerecht. Ihr wisst ja, Zombies sind ansteckend. Und wie das ausgesehen hat, das zeige ich euch jetzt. Ja, Leute, so war das damals. Und ich bin super, super froh, dass er sich die Zeit genommen hat, um heute in der Sendung zu sein. Hier ist für euch Lex von Megaherz. Ja, hallo zusammen. Schöne Grüße an dich, Dirk, und auch ganz, ganz liebe Grüße an alle anderen von der Heldmaschine. Ich bin Lex von Megaherz und ihr hört Maschinenfunk. Also bleibt dran, geile Sendung. Ich find's cool, dass ihr sowas macht. Und auch schön, dass ihr an uns denkt. Wir haben euch auch nicht vergessen. Wir haben zwei tolle Touren mit euch gemacht. Die letzte, auch schon ein bisschen her, unsere letzte Headliner-Tour mit der Komet-Tour, war der mit dabei. Da denke ich inzwischen ganz wehmütig daran, denn ja, ist schon ziemlich lange her, dass wir auf der Bühne standen. Zuletzt war es jetzt gerade mit Hämatom auf Tour gewesen und hat sich gerade richtig toll wieder angefühlt, wieder auf der Bühne zu stehen, abzurocken, Spaß zu machen und dann natürlich der Lockdown. Und seitdem sind wir, wie alle anderen Kollegen von uns, hier zur Heimarbeit verdammt. Ja, und da kommen wir auch schon zum Thema Heimarbeit. Sind wir inzwischen ganz schön fleißig, wie alle anderen Kollegen auch. Die sitzen alle daheim und überlegen sich neue Songs, irgendwas, um ihre Leute zu bespaßen. Und das versuchen auch wir. Und wir haben neben neuen Songs auch uns überlegt, wie könnten wir dann unsere alten Songs, die wir mindestens genauso lieben, neu interpretieren für euch. Und da kam Rolf, unser Schlagzeuger, auf eine ganz tolle Idee und hat wunderschöne Piano-Versionen gemacht. Die könnt ihr bei uns auf Facebook und auf Instagram anhören. Drei Songs sind inzwischen schon raus. Nicht in meinem Namen, Himmelstürmer und natürlich Für immer. Wir freuen uns über alle Kommentare und alle Likes. Also es ist schon super aufgenommen worden und finden wir geil. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das entstanden ist oder wie das generell so entsteht. Denn ich zeige hier extra nicht so viel. Ich will euch nicht meine wunderbare Villa zeigen, sonst werdet ihr noch desillusioniert. Aber ich zeige euch mal hier, guck. Der Lex hat ein Klavier, ja. Und ich kann null darauf spielen. Also für mich ist das Klavier hier nur meine Lololos, meine Stimmübungen. Aber der Rolf kann umso besser darauf spielen und er hat wirklich fantastische Versionen gemacht. Und ich hatte richtig Bock drauf. Naja, und ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen, wie das hier abläuft im Home-Studio-Office. Nicht erschrecken, ist alles so ein bisschen Marke Eigenbau. Sieht nicht super professionell aus, aber funktioniert hervorragend. Ich nehme euch mal mit in mein Schlafzimmer. Ich zeige euch nichts davon. Ich zeige euch nur, was wichtig ist. Also, bis gleich. Also, kommt mal mit. Schwupp. Zatadam. Ihr seht schon, alles ein bisschen klein und eng hier, aber schön heimelig. So, einmal ein Rundgang. Und da sind wir schon. Hier, da hinten. Könnt ihr das sehen? Da, Marke Eigenbau. Hier kann man auch noch mal sehen. Alles selber gebaut. Schön hier. Schönen Akustikschaumstoff. So, und das ist meine kleine Gefängniszelle, in die ich jetzt hier reinhaue. Und da entstehen eigentlich alle Demos.
Auch diese Akustikversion, die wir gemacht haben. Ich spreche auch da drin. Ein paar wissen es ja schon, ich bin neben Sängertätigkeit auch inzwischen in das Sprechermetier eingestiegen und Gott sei Dank auch da ganz erfolgreich. Muss ich sagen, zurzeit Gott sei Dank, denn das rettet mir finanziell so ein bisschen den Arsch. Also ihr braucht euch keine Sorgen machen. Wenigstens als Sprecher verdiene ich noch was. Und Musik mache ich einfach, weil es mir im Herzen liegt und Spaß macht. Und ich hoffe, wenn jetzt mal hier die ganzen Lockerungen kommen, vielleicht dauert es doch gar nicht mehr so lange, bis wir mal wieder Konzerte geben. Hier drin entsteht alles, zumindest mein Gesang. Und ich mache euch mal vor, wie das so klingt. Gell? Bis gleich. Ich sage nein, nicht in meinem Namen. Nein, meine Stimme kriegst du nicht. Nein, nicht in meinem Namen. Alles, was du tust und sagst und fühlst, das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Ich sage nein! Ich glaub nicht deinen Lügen! Ich folge nicht deinem Hass! Ich stemme mich dagegen! Mit all meiner Kraft, denn ich sag nein! Nicht in meinem Namen, nein, meine Stimme kriegst du nicht. Nein, nicht in meinem Namen. Alles, was du tust und sagst und fühlst, das bin nicht ich. Ja, das war's von meiner Seite aus. Nicht in meinem Namen, toller Song. Geile Message gegen Rassismus und alle anderen Schwachköpfe, die jetzt auch gerade aufstehen und denken, ach, Bill Gates und was Gott, ach, wer ist alles schuld daran? Es gibt immer einen Schuldigen, aber lasst euch nicht durch Hetze, durch Hass und Lädenblödsinn irgendwo zu was hinreißen. Der Song, nicht in meinem Namen, trifft's auf den Kopf. Viel Spaß damit und nochmal schönen Gruß, Dirk. Lass es rocken, yeah! Yeah.
Meine lieben Freunde, das war die 10. Folge Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine gegen den Corona-Blues. Vielen Dank an Lex von Megaherz, dass du in der Show warst. Vielen Dank Amanda Snadel und vielen Dank Tom Dahms für Produktion und unendlich viele Stunden Arbeit, die du in die Sendung steckst. Mir bleibt noch zu sagen, Freunde, denkt dran, es geht immer irgendwie weiter. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn es wieder heißt Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine gegen den Corona-Blues. Ich werde jetzt noch ein bisschen feiern. Euch einen schönen Abend. Bleibt sauber, bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao, euer Dirk von der Heldmaschine. Wir verabschieden uns mit der letzten Nummer. Ihr wisst, was kommt. Bei diesem Song würde ich gerne in euch reinspringen. Und zwar mit Kamera, wenn das geht. Okay? Der Druck ist groß auf seinen Schultern, doch hat die Jagd nicht mal begonnen. Der Waffenknecht ist voll bepackt und stolpernd er versucht zu folgen. Viel zu früh wagt er zu sprechen und scheidet aus dem Hinterland. Versprechen brechen. Ganz nah am Munde bleibt die Hand. Komm, los! Weiter. Und aus dem Nebel schießt der Reiter weiter. Höher, schneller, weiter. Und in das Feuer springt der Reiter weiter. Härter, länger. Weiter und aus dem Nebel schießt er.